Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Für uns ist das heute ein besonderer Moment. Wir setzen einen Meilenstein in der Geschichte der BMW Group. Als Vorstandsvorsitzender und als Ingenieur bin ich sehr stolz auf dieses Projekt. Dahinter stecken echter Pioniergeist und geballte Innovationskraft. Mobilität ist und bleibt ein Grundbedürfnis der Menschen. Aber wie sich die Menschen in den verschiedenen Regionen der Welt in den nächsten Jahrzehnten fortbewegen, wollen, können und dürfen, das ändert sich. Wir denken über die Mobilität der Zukunft nach. Andere tun das ebenfalls. Die Frage ist, wie weitsichtig geht man vor? Wir wollen Antworten geben auf die Herausforderungen der Zeit. Dazu müssen wir über die Gegenwart hinausblicken. Mit unserem Project I haben wir einen außergewöhnlichen Ansatz gewählt. Und heute präsentieren wir Ihnen die ersten Ergebnisse. Hier ist die Weltpremiere der neuen BMW i-Familie. Hier sind der BMW i3 Konzept und der BMW i8 Konzept. Meine Damen und Herren, warum haben wir BMW i ins Leben gerufen? Die Marke BMW zählt zu den bekanntesten Marken der Welt. Sie steht heute für Dynamik und besondere Effizienz. Mit der Elektromobilität kommt nun eine andere Art der individuellen Fortbewegung hinzu. Sie bedeutet Chancen im Zeitalter des Klimawandels, vor allem aber für urbane Ballungsräume. Anstelle von fossilen Kraftstoffen wird elektrischer Strom verwendet. So werden während der Fahrt keine klimaschädlichen Abgase emittiert. Stammt die Energie aus erneuerbaren Quellen, dann sind reine Elektroautos beim Fahren vollständig klimaneutral. In der ersten Phase der Elektromobilität gab es viele Ideen und schnelle Lösungen. Diese gingen jedoch mit erheblichen Kompromissen einher. Wir wollten unseren Kunden ein überzeugendes Premium-Angebot unterbreiten, maßgeschneidert für diese neue Antriebsart. Mehr noch, nicht nur die Fahrzeuge selbst sollen nachhaltig sein, auch deren Produktion. Das ist unser Anspruch. Für die Fahrzeuge von BMW i haben wir zum ersten Mal bereits in der frühen Phase der Konzeption verbindliche Nachhaltigkeitsziele festgelegt, und zwar für alle Wertschöpfungsschritte. Es hat sich gelohnt. Zum einen ist der BMW i3 Konzept auf der Straße völlig emissionsfrei unterwegs, sofern der Strom aus regenerativen Quellen stammt. Zum anderen wurde sein gesamter CO2-Fußabdruck von den Rohstoffen bis zum Recycling berücksichtigt. Das zeigt der Vergleich mit einem sehr effizienten Fahrzeug mit Verbrennungsmotor aus dem gleichen Segment. Über den gesamten Lebenszyklus verbessert sich die CO2-Bilanz des BMW i3 um mindestens ein Drittel. Das gilt übrigens bei einem normalen Strommix, wie er in Europa üblich ist. Wird er mit regenerativer Energie betrieben, dann verbessert sich die CO2-Bilanz über den Lebenszyklus deutlich mehr als 50%. Das ist einzigartig in der Automobilindustrie. Beide Fahrzeuge bauen wir übrigens hier in Deutschland im BMW-Werk Leipzig. Bei der Produktion des BMW i3 und i8
setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir senken den Einsatz pro Fahrzeug von Energie um 50% und wir senken den Verbrauch von Wasser um 70%. Wir wollen die eingesetzte Energie in der Montage vollständig aus regenerativen Energiequellen decken. Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, auf dem Werksgelände in Leipzig eine eigene Windkraftanlage zu errichten. Sie sehen, BMW i setzt neue Maßstäbe über die gesamte Wertschöpfungskette. Vor allem aber Born Electric passt hervorragend zur Dynamik der Marke BMW. Beim BMW i3 steht das gesamte Drehmoment vom Stand weg zur Verfügung. Sie können sofort bis zur Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Für uns war übrigens immer klar, wir entwickeln unsere Elektromotoren selbst. Der Antrieb ist und bleibt das Herzstück unserer Automobile. Für all das steht BMW i. Mit BMW i blicken wir über unsere Fahrzeuge hinaus. Wir schaffen ein zusätzliches Angebot an Mobilitätsdienstleistungen. Innovative Connectivity-Funktionen verbinden den BMW i3 und i8 mit der Lebenswelt des Fahrers. Hinzu kommen Dienstleistungen, die unabhängig vom Auto genutzt werden können. Mit BMW i sprechen wir neue Kunden an. Diese Kunden wollen wir in ihren Lebenswelten erreichen. Deshalb erschließen wir uns neue Vertriebskanäle. Wir setzen auf ausgewählte Händler, eine mobile Salesforce und natürlich das Internet. Meine Damen und Herren, BMW i, das ist weit mehr als ein innovatives Elektrofahrzeug für die Großstadt und ein extrem sparsamer Hybrid-Sportwagen. Es geht um ein neues Verständnis von Mobilität. Und als BMW Group haben wir eine Vision. Wir wollen der führende Anbieter von Premium-Produkten und Premium-Dienstleistungen für individuelle Mobilität sein. BMW i ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Mein Kollege Klaus Träger wird Ihnen die beiden Fahrzeuge nun im Detail erläutern. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die Mehrheit der heute am Markt angebotenen Elektrofahrzeuge sind sogenannte Conversions, also Serienfahrzeuge, bei denen man den Verbrennungsmotor einfach durch einen Elektroantrieb ersetzt. Aber Conversions sind immer ein Kompromiss. Wir wollen alternative Antriebe ohne Kompromiss auf die Straße bringen. Und deshalb haben wir diese Fahrzeuge von Anfang an als reine Elektrofahrzeuge oder als Plug-in-Hybride entwickelt. Der BMW i3-Konzept und das BMW i8-Konzept verkörpern die Eigenschaften von BMW i. Sie sind maßgeschneidert für alternative Antriebe. Sie setzen auf extremen Leichtbau und sie bieten damit eine überlegene Fahrdynamik bei alltagstauglicher Reichweite. Sie setzen Maßstäbe in Bezug auf eine nachhaltige Wertschöpfungskette. Der BMW i3-Konzept wird elektrisch angetrieben und mit seiner Reichweite von 150 Kilometern ist er optimal für das Fahren im urbanen Umfeld geeignet. Er ist voll alltagstauglich, er hat weit zu öffnende, gegenläufige Türen, er hat 4 Sitzplätze und er hat einen Kofferraum von rund 200 Litern. Aber 2 Punkte möchte ich gerne besonders hervorheben. Das ist einmal die innovative Fahrzeugarchitektur und das ist zum Zweiten der Elektroantrieb. Der BMW i3-Konzept basiert auf einer, wie wir sagen, Live-Drive-Architektur. Und das macht ihn leicht, agil, sicher und geräumig. Die Karosserie wird getrennt in 2 horizontale Module. Das Drive-Modul, es beherbergt den Antriebsstrang, es ist aus Aluminium und das hat enorme Vorteile. Zum einen verschaffen wir dem BMW
E3-Konzept, damit einen niedrigen Schwerpunkt und eine optimale Achslastverteilung. Und das genau sorgt für hohe Agilität und das BMW-typische Fahrverhalten. Zum anderen können wir durch den zentralen und tiefen Verbau der Batterie den Innenraum klar und großzügig gestalten. Und das bedeutet ein optimales Raumangebot auf möglichst kleiner Stellfläche. Auf dem Drive-Modul sitzt damit das Live-Modul mit einer Fahrgastzelle aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, kurz CFK. Es ist das erste Großserienfahrzeug, meine Damen und Herren, der Welt, dessen Karosserie weitgehend aus CFK gefertigt wird. Und das ist eine Revolution. Mit der Live-Drive-Architektur reduzieren wir das Gewicht im Vergleich zu einem Konversionsfahrzeug um etwa 250 bis 350 Kilogramm. Und das bedeutet mehr Fahrdynamik, mehr Reichweite pro Kilowattstunde Strom. Der Elektroantrieb und die Leistungselektronik sind vollständige BMW-Eigenentwicklungen. Der Elektroantrieb besitzt 125 Kilowatt und ein Drehmoment von 250 Newtonmeter. Und von 0 auf 60 km/h beschleunigt der BMW i3-Konzept damit in weniger als 4 Sekunden. Und die 100 Kilometer pro Stunde sind in weniger als 8 Sekunden erreicht. An der Steckdose ist der Energiespeicher nach 6 Stunden vollständig aufgeladen. Und mit der Schnellladevorrichtung sind es bereits nach einer Stunde 80%, die Batterie geladen ist. Nachhaltigkeit spielt bei BMW i eine große Rolle. Schon das Interieur wird diesem Anspruch gerecht. Wir haben nachwachsende und natürlich behandelte Rohstoffe eingesetzt und Teile der Instrumentenverkleidung, der Türverkleidung und der Bodenwanne bestehen aus Naturfaser. 25% des im Innenraum verwendeten Kunststoffes sind aus recyceltem Material und nachwachsenden Rohstoffen. Nun, meine Damen und Herren, zum BMW-Konzept i8. In diesem Plug-in-Hybrid sorgt das Zusammenspiel von einem Elektromotor und einem Verbrennungsmotor für besonders sportlich und dynamisches Fahren bei gleichzeitig extrem niedrigem Verbrauch. Auch die Live-Drive-Architektur ist gezielt auf den Sportwagencharakter ausgelegt. Die beiden Antriebe sind in die Vorderachs- und Hinterachsmodule integriert. Verbunden wird das Ganze über das Live-Modul aus ultraleichten und verwindungssteifem CFK. Auch in diesem Fahrzeug liegt damit der Schwerpunkt sportwagentypisch niedrig. Und gemeinsam mit der Positionierung der Motoren direkt über den Achsen führt dies genau zu einer optimalen Achslastverteilung von 50% auf der Vorderachse und 50% auf der Hinterachse. Dieser Plug-in-Hybrid kombiniert den BMW-Elektroantrieb des BMW i3-Konzept an der Vorderachse mit einem 164 kW starken Hochleistungs-Dreizylinder-Benzinmotor an der Hinterachse. Und damit gibt es drei unterschiedliche Fahrmodi. Rein elektrisch, zum Beispiel im Stadtverkehr. Zweitens, in einer Kombination aus Elektromotor und Verbrenner zum starken Beschleunigen und für die sportliche Fahrweise. Oder drittens, rein verbrennungsmotorisch, zum Beispiel auf der Autobahn. Meine Damen und Herren, und das sind die Werte. Er beschleunigt in weniger als 5 Sekunden von 0 auf 100. Und dabei verbraucht er weniger als 3 Liter Kraftstoff. Das, meine Damen und Herren, erreicht kein Fahrzeug mit reinem Verbrennungsmotor auf diesem Leistungsniveau. Und der Clou beim Plug-in-Konzept ist, seine elektrische Energie bezieht er aus der Steckdose und damit idealerweise natürlich aus grünem Strom. Und voll aufgeladen kann der BMW i8-Konzept rein elektrisch
bis zu 35 Kilometer weit fahren. Und das reicht natürlich für die meisten Fahrten auch in der Stadt. Der BMW i8-Konzept bietet auch Platz für bis zu 4 Personen und damit natürlich einen hohen Alltagsnutzen. Und wenn Sie einen Blick auf das Design werfen, die dynamischen Proportionen visualisieren, unterstreichen seine sportlichen Fahrleistungen. Und der sportliche Charakter des BMW i8-Konzept findet sich natürlich auch im Interieur wieder. Das Cockpit ist extrem fahrerorientiert. Der BMW i8-Konzept ist damit ein Sportwagen der neuen Generation. Pur, emotional und nachhaltig. Und natürlich würde ich Ihnen gerne noch viel, viel mehr dazu erzählen. Heute Nachmittag gibt es dazu Workshops. Da können wir viel weiter in die Tiefe einsteigen. Und so möchte ich mich zunächst einmal für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich darf nun noch einen Überraschungsgast ankündigen. Es freut mich sehr, dass er heute die Zeit hatte, hierher zu kommen. Er ist ein großer Unterstützer der E-Mobilität in Deutschland, testet immer wieder auch selber. Vor kurzem ist er auch längere Zeit mit einem Mini-E gefahren. Bitte begrüßen Sie mit mir gemeinsam den deutschen Bundesverkehrsminister, Herrn Dr. Peter Ramsauer. Sehr geehrter lieber Herr Quandt, lieber Herr Dr. Reithofer, meine sehr geehrten Damen und Herren, die ich nur ganz vage hinter dem grellen Scheinwerferlicht sehe. Im Leben eines Bundesverkehrsministers gibt es ebenso wie im Leben eines Aufsichtsratschefs oder Vorstandsvorsitzenden angenehmere Tage und unangenehmere Tage. Heute zähle ich für mich als Bundesverkehrsminister zu den absolut angenehmen Tagen im Berufsleben. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ich die Ehre habe, heute bei dieser großartigen Präsentation mit dabei zu sein. Und ich finde es auch richtig, dass diese Präsentation zeitlich im weiten Vorfeld der IAA im September erfolgt, bei der ich natürlich selbst mit der Bundeskanzlerin auch dabei sein werde. Aber wir wissen alle, ein exzellentes Produkt bedarf einer exzellenten und singulären Präsentation. Und das kann ich jetzt nach diesen wenigen Minuten schon sagen, lieber Herr Dr. Reithofer, Ihnen und Ihrem Team, das ist Ihnen voll und ganz gelungen. Meine Damen und Herren, ich werde derzeit immer wieder gefragt von Journalisten, worauf sind Sie denn in der Mitte der Legislaturperiode, die wir jetzt quasi erreicht haben, nach ein Dreivierteljahren Ihrer Amtszeit, worauf sind Sie denn besonders stolz, auf welche Entwicklung im ganzen Sachgebiet Ihres Ministeriums? Und ich antworte aus voller Überzeugung, ich bin stolz darauf, dass es mit dieser großartigen deutschen Automobilindustrie und insbesondere BMW gelungen ist, die Elektromobilität endlich voll zu entfachen. Und Sie stimmen mir bestimmt zu, das ist eine Erkenntnis auch schon lang vor meiner Zeit als Bundesverkehrsminister, es hat lange gedauert, bis der Gedanke der Elektromobilität in Deutschland auch gezündet hat. Und ganz am Anfang auch noch meiner Amtszeit, wenn es um Elektromobilität ging, da hat es geheißen, in Deutschland, das ist nichts und das wird nichts und die anderen in der Welt sind alle besser als wir Deutschen. Und all diese selbstbemitleidende, manchmal resignierende, typisch Deutsche auf sich selbst schauen. Und meine Damen und Herren, wenn man viel in der Welt herumkommt, was automatisch auch mit meinem Amt verbunden ist, dann stelle ich etwas fest, dass sich die Wahrnehmung des Rests der Welt für uns Deutsche
dass dies Lichtjahre, und zwar positiv, von dem entfernt ist, wie wir uns selbst im Inneren oft wahrnehmen. Und das war vor 2-3 Jahren auch noch im Bereich der Mobilität, der Elektromobilität der Fall. Tristesse war damals angesagt, und jetzt ist es wirklich gelungen, aus dieser, sagen wir es nicht so negativ, sagen wir aus dieser Selbstbescheidung, Selbstbescheidenheit ist jetzt der Glaube an das eigene Können im Bereich der Elektromobilität geworden. Und ich glaube, auf diesen Glauben an das eigene Können, auf unsere Kompetenz in diesem Hochtechnologiebereich, in diesem Bereich weltweiter Innovationen, können wir in der Tat mehr als stolz sein. Es wird immer wieder verwiesen, ist immer wieder verwiesen worden auf die Batterie. Ja klar, da waren wir auch ein Stück weit selbst schuld. Wer elektrochemische Lehrstühle jahrzehntelang abschafft, weil man glaubt, große Speicherfähigkeiten brauche man nicht mehr, ist selbst schuld. Aber wir sind auf dem besten Weg, das alles aufzuholen. Aber Batterie ist das eine. Und ich habe immer schon gesagt, das Bauen von Elektroautos hat nicht nur mit Batterie zu tun, sondern hat auch zu tun mit Fahrzeugbau. Und wer in der Welt ist besser als wir Deutschen und gerade auch BMW als im Fahrzeugbau? Wer ist besser? Sicherheit im Fahrzeug, Eleganz im Fahrzeug. Da braucht man nur rechts oder links zu schauen. Wir sind also führend, und ich glaube, dass Herr Quandt und lieber Herr Dr. Reithofer, Sie und wir als BMW, ich sage also als eingefleischter Bayer durchaus auch mal abseits von meinem Amt als deutscher Bundesverkehrsminister, wir können stolz darauf sein, dass wir weltweit auf diesem Feld führend sind. Und es geht dabei nicht nur, meine Damen und Herren, um Klima- und umweltpolitische Zielsetzungen, nicht nur um wirtschaftspolitische Implikationen, sondern es geht vor allen Dingen, und ich habe als Betriebswirt gelernt, immer vom Absatz her zu denken, es geht bei der Entwicklung von Elektromobilen auch um die Faszination. Wir wollen natürlich Autos bauen, Elektroautos, die alltagstauglich sind. Aber sie müssen auch faszinieren, und die Faszination für so ein Produkt, glaube ich, ist zumindest mindestens so wichtig als das Ausloben von Kaufprämien. Meine Damen und Herren, wenn ich so umhersehe in Europa, da kann man schon eine Relation herstellen oder eine Korrelation, dass ausgerechnet die Länder, die finanziell am schlechtesten und am meisten am Krückstock daherkommen, beinahe die höchsten Kaufprämien bezahlen. Mir ist lieber das Produkt fasziniert aus sich selbst heraus. Und das, was hier links und rechts steht, meine Damen und Herren, das ist der Beweis dafür. Von Seiten der Politik haben wir alles angepackt. Und ich stehe auch persönlich voller Überzeugung hinter dieser Politik für Elektromobilität. Braucht das im Einzelnen nicht aufzuführen. Ich glaube, Herr Dr. Reithofer, Sie waren ja immer dabei, die nationale Plattform Elektromobilität war und ist immer noch, wir führen ja fort, ein voller Erfolg. Wir haben nach der Vorstellung des Endberichts der nationalen Plattform dann am 16. Mai, kurz darauf das Regierungsprogramm zur Elektromobilität vorgelegt mit einer klaren Wegweisung, wie es weitergeht, wie wir auch von Seiten der Bundesregierung fördern. Das sind eine ganze Menge Maßnahmen. Und ich bereite jetzt gerade in meinem Haus die Ausschreibung vor für die Überführung der derzeitigen 8 Elektromobilitätsregionen in 4 oder 5 sogenannte künftige große Schaufensterregionen. Eine Ausschreibung, an der sich alle beteiligen können. Ich kann das alles nicht vorwegnehmen, aber in einem Punkt bin ich mir sicher, dass Bayern und bestimmte Teile Bayerns bestmögliche Voraussetzungen dafür haben, eine erfolgversprechende Bewerbung auch abzuliefern. Mehr kann ich aus Gründen der Neutralitätspflichten eines Bundesministers leider Gottes nicht sagen. Meine Damen und Herren, meine Visionen sind,
Wir wollen in Deutschland und gerade mit solchen Produkten, Herr Dr. Reithofer, wie jene, die wir heute sehen. Wir wollen Leitanbieter weltweit werden und wir wollen natürlich auch Leitmarkt werden. Vor allen Dingen aber Leitanbieter, denn Leitmarkt heißt ja auch, dass der Rest der Welt zu uns hereinliefert. Und meine Vision ist auch, dass wir, genauso wie wir Deutschen bisher in der Vergangenheit immer die besten herkömmlichen Autos der Welt gebaut haben, auch in Zukunft die besten Elektroautos der Welt bauen. Und deswegen möchte ich heute ganz persönlich und ich kann mit Fug und Recht auch sagen, im Namen der deutschen Bundesregierung zu diesen Flaggschiffen, zu diesen eleganten und faszinierenden Flaggschiffen der Elektromobilität von ganzem Herzen und Überzeugung gratulieren. Herzlichen Dank.